Menschen haben keine Begeisterung mehr. Für das Große, für das Genie und das Schräge. Es gibt keine Persönlichkeit mehr. Die Menschen mögen den Rausch, aber sie kennen keine Sehnsucht, kein Abenteuer. Sie haben keine Ahnung davon, was es heißt, ein Nichts zu sein oder als Sünder geboren zu werden. Die großen Städte, die der dänische Philosoph Søren Kierkegaard bis auf Berlin nie gesehen hatte, sind für ihn Sinnbilder des Verfalls. Mit falscher Moral, nur für die Massen. Alle wollen hier nur den leichtesten Weg gehen. Kierkegaard forderte das wahre Leben und nicht den schönen Schein. Seine Gedanken über die Verantwortung jedes Einzelnen für sich selbst prägten Kafka, Sartre und Camus. Je öfter Kierkegaard in seiner Fantasie in den großen Städten weilte, umso stärker spürte er, dass sein kleines Kopenhagen genauso war. Aus der Ferne hübsch anzusehen, im Grunde aber oberflächlich und brutal. Kopenhagen ist ein kleines Loch, ein stinkender Sumpf. Wenn es mich nur nicht so schmerzen würde, dass diese spießbürgerliche Hurenresidenz mein geliebtes Kopenhagen ist. Wunderbares Kopenhagen. Was für eine Poesie. Stinkefisch am nahen Hafen, Liebesabenteuer in den Gassen und das Getratsche der Dienstmädchen über die neueste Mode der vornehmen Damen. Ich hätte Lust, über jeden Winkel meiner Stadt Protokoll zu führen. Das ist er am liebsten. Ein Straßenkommissar, der messerscharf beobachtet, der die Kopenhagener täglich mit spitzer Feder unter die Lupe nimmt und so am liebsten ihre Gefühle, ihr Lachen und ihren Schmerz analysiert. Søren Kierkegaard was a brilliant. Søren Kierkegaard war ein hochbegabter, komplizierter, lustiger und ironischer Mensch. A little bit manic. Ein klein bisschen wahnsinnig, sehr sensibel und hochemotional. Eine highly emotional Person. Kierkegaard tritt gern als Dandy in seinem Provinzloch Kopenhagen auf. Auch wenn er oft über den Gestank aus den Jauchegruben flucht, die enge Kaufmannsstadt mit ihren alten Hafenanlagen ist für ihn die Bühne der Welt. Um 1840 leben in Kopenhagen 120.000 Menschen, gemeinsam mit tausenden Pferden, Kühen, Schweinen und Schafen in den Hinterhöfen. Und er trifft hier Regine Olsen, 17 Jahre jung. Mit ihr wird sich der 27-jährige Straßenphilosoph bald verloben. Der Mann wollte von der Brücke ins Wasser springen. Er hatte diesen hohlen Blick eines Selbstmörders, der seine Angst bereits besiegt hat. Ich gehe also ganz dicht an ihn heran, um seine Regungen genauer zu untersuchen. Aber hast du ihn nicht aufgehalten? Nein, das musste ich gar nicht. Denn plötzlich sind auch andere Leute da und rufen, halt, nicht springen. Und er denkt sich, dass sie Mitleid mit ihm haben. Und er steigt vom Geländer runter
und weint erleichtert. Und dann schreit da einer, ein Bettler oder ein Betrunkener von hinten aus der zweiten Reihe, nun spring doch, Feigling. Ja, der hat gerufen, spring doch. Ja, ja, und der Kreis wird enger und enger, sie umschließen ihn geradezu. Der Pöbel gerät außer sich und sie schreien alle auf ihn ein. Alle schreien jetzt, spring, nun spring, Feigling, nun tu es endlich. Ich habe ihn dann weggezogen. Die Masse ist wie ein Tier. Wie rasend. Sie geht nach billigen Sensationen. Nur Triebe. Pure Triebe. Nichts wirklich Menschliches. Es ist wenig Liebe in unserer Zeit. Oft kehrt er erst im Morgengrauen von seinen Streifzügen zurück. Den Kopf voll neuer, schwerer Gedanken. Falls Christus heute lebte, würden die Leute die größten Anstrengungen unternehmen, ihn zu quälen. Jede Zeitung würde jeden Tag einen Artikel über ihn enthalten. Jede Geringfügigkeit über ihn würde in 10.000 Exemplaren im ganzen Land verbreitet werden. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um zu wenig Liebe, sondern eher darum, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und zwar nicht, was es heißt, überhaupt ein Mensch zu sein. Wie du und ich und er und sie, dass wir jeder für sich Menschen sind. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das setzt doch voraus, dass jeder Mensch zunächst sich selbst liebt. Und wenn man schon längst seine Liebe gefunden hat? Ich bin ein zutiefst unglückliches Individuum, das von frühester Zeit an schrecklichem Leid ausgesetzt war. Deshalb sind meine Seele und mein Körper in einem totalen Missverhältnis. Aber zu meiner größten Freude ist mein Geist davon frei. Ja, er hat dadurch sogar seltene Spannkraft bekommen. Für Kierkegaard muss jeder Mensch seine Geschichte als seine eigene annehmen. Niemand darf sagen, das ist die Schuld der Gesellschaft oder der Gene. Jeder muss die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Somit liegt natürlich eine schwere Last auf jedem einzelnen Menschen. Sie zu tragen ist möglich, weil Kierkegaard glaubt, dass wir von einer göttlichen Macht beschützt werden. Man hat die Wahl. Entweder man springt oder nicht. Es ist unsere Freiheit. Wer springt, kann scheitern. Oder auch nicht. Wer niemals springt, ist bereits gescheitert. Nutze deine Angst und spring. Leb jeden Tag, als wäre es der letzte und zugleich der erste in einem langen Leben. Dass man nicht wünscht, ein anderer zu sein, als man in Wirklichkeit ist. Dass man nicht die ganze Zeit von sich weg in Richtung der anderen ist. Diese Dimension des Selbstseins ist heute genauso aktuell wie zu Kierkegaards Zeit. Das eigene Leben bezahlt vom reichen Vater. Er bummelt gerne. Durch seine Stadt und in seinem Theologiestudium. Er sitzt in den Cafés, geht ins Theater und liest philosophische Bücher. Kierkegaard weiß immer noch nicht, was er einmal werden soll.
An das Weibliche hat er sich auch noch nicht näher herangetraut. Die Liebe? So obszön, wie er sie oft auf den Straßen und Plätzen Kopenhagens erlebt, soll sie für ihn nicht sein. Guten Tag. Hallo, Sonnenblume. Guten Tag, du Schurke. Kommst du zur Nachmittagspredigt? Ja. Willst du was Besonderes? Ja, wie wär's denn heute als Madonna? Das tue ich gern. Gut, dann sehen wir uns. Dann bis später. Tschüss. Kommen wir zum Kongens Nytor. Hier, siehst du, auf der rechten Seite liegt Minis Schweizer Konditorei mit den leckeren Torten. Und schräg gegenüber ist das große Theater. Und weiter zur linken Seite liegt Nyhavn, wo die Matrosen in den Spelunken sitzen. Vater, erzähl was über New York. New York ist eine gefährliche Stadt. Sie zieht die Menschen an, weil sie glauben, es wäre das Paradies, die Narren. Aber Gott hat sie verlassen. In den tiefen Straßenschluchten ragen die Häuser bis in den Himmel. Ach, ein Sünden-Babylon. Versprich mir, Sören, dass du nie dorthin reisen wirst. Das Gefährlichste ist nicht, wenn der Vater ein Freidenker oder ein Heuchler ist. Nein, das Gefährlichste ist, wenn er ein frommer und gottesfürchtiger Mann ist. Und das Kind merkt, dass sich tief in seiner Seele eine Unruhe verbirgt. Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist. Ich stecke den Finger ins Dasein. Es riecht nach nichts. In der Nähe von New York starb Kierkegaards Bruder Nils Andreas 1831. Einsam und in größter Armut. Er war ausgewandert, um dem strenggläubigen und schwer depressiven Vater zu entkommen. Kierkegaard blir in ambivalenz, also kan se faderen. Kierkegaard ist gespalten. Auf der einen Seite beschreibt er seinen Vater als zärtlichen Mann. Auf der anderen Seite hat der Vater sich erziehungsmäßig am Kind vergriffen. Er lud seine Schwermut auf dem Sohn ab. Und er zog ihn christlich viel zu streng. Kierkegaard sagt an vielen Stellen, dass er geistig wie ein Greis gekleidet war und nie eine Kindheit hatte. Und wahrscheinlich auch keine Jugend. Deshalb konnte er wohl auch kein natürliches Verhältnis zur Erotik, zur Sexualität bekommen, weil es in der Kindheit so viele Grenzen gab. Was auf eine Weise auch seine Spontanität zerstörte. Die Tiefe meiner Melancholie wurde nur übertroffen von der Tiefe meiner Fähigkeit, sie zu verbergen. Meine einzige Freude war, dass niemand entdecken konnte, wie unglücklich ich mich fühlte. Ich habe nie irgendeine Form von Unmittelbarkeit erfahren. Im gewöhnlichen Sinn des Wortes habe ich nie gelebt. Ich bin Reflexion. Durch und durch. Sein Spitzname in der Familie Kierkegaard ist von klein auf die Gabel, weil er so spitzfindig ist. Und er jedem, der ihm zu nahe kommt, droht, ihn mit der Gabel zu stechen. Sören, es ist an der Zeit, deine Schwester zu begraben. Der Pastor wartet nicht auf uns. Im 1813 wurde Sören Kierkegaard als jüngstes von 7 Kindern des Strumpfhändlers Michael Petersen Kierkegaard und seiner zweiten Frau Anne geboren. Sie war zunächst die Dienstmagd des Vaters,
bis er Witwe wurde. Eine einfache Frau, über die der Sohn später keinen einzigen Satz hinterlassen hat. Ein Fluch scheint auf der Familie zu liegen. Mit 6 Jahren verliert Sören seinen ersten Bruder. 3 Jahre später eine Schwester. Der Vater prophezeit den anderen Kindern, wie Jesus Christus, nicht älter als 33 Jahre zu werden. Es sterben weitere Geschwister kurz hintereinander. Nur Sören und der Bruder Peter Christian überleben die Prophezeiung. Man stelle sich die traumatische Erfahrung vor, seine Geschwister eines nach dem anderen sterben zu sehen, während man selbst noch ein Kind ist. Man wächst dann in einem Haus des Todes auf. Vater, erzähl was über Paris. Paris? Pöbel und Schurken. Du machst es mir nicht gerade leicht, mein Junge. Da sind Paläste, große Paläste sind da. Wirklich prachtvoll. Bis vor einigen Jahren lebte der König darin, nicht Napoleon, sondern der rechtmäßige König von königlichem Blut. Und dann kam die gottlose Revolution. Und der König und die Königin wurden hingerichtet vor den Augen des Pöbels. Paris. Hier war sein älterer Bruder Peter Christian 1830 während der Revolution gegen die Bourbonenherrschaft. Sören Kierkegaard kann sich ein Volk ohne König nicht vorstellen. Zu groß ist seine Furcht vor einer Demokratie, einer Herrschaft der Massen, in der das Recht des Einzelnen untergeht. Nur mein Leben habe ich, dass ich jedes Mal sofort aufs Spiel setze, wenn sich eine Schwierigkeit zeigt. Da geht das Tanzen leicht, denn der Gedanke an den Tod ist eine flinke Tänzerin. Meine Tänzerin. Jeder Mensch dagegen ist mir zu schwer. Und deshalb, ich bitte, fordere mich niemand zum Tanze auf. Denn ich tanze nicht. Das ist es, was er sieht. Das Unterbewusstsein treibt die Massen zu gefährlichem Wahn. Nur der eigene Wille schafft die Kontrolle über das Ich. Kierkegaard kann menschliche Phänomene gut analysieren, wie Liebe, Angst, Verzweiflung, Trauer oder Freude. Er beobachtet Dinge, auf die wir keine Aufmerksamkeit legen. Wenn er zum Beispiel über Freude spricht, dann beschreibt er es als ein Gefühl, das wir nicht verstecken können. Das wissen wir vielleicht auch, aber wir denken nicht darüber nach. Wohingegen Trauer ein Gefühl ist, das man immer verstecken will. Wenn man zum Beispiel unglücklich verliebt ist, dann versucht man das zu verstecken. Wohingegen niemand verbergen kann, wenn er glücklich verliebt ist. Der Vater stirbt im hohen Alter von 81 Jahren und hinterlässt seinen beiden Söhnen ein Vermögen. Kierkegaard muss sich jetzt dringend für ein eigenes Leben entscheiden. Meine Zurückhaltung und Selbstisolation sind gebrochen. Ich muss sprechen. Gott sei mir gnädig. Mein ganzes Dasein ist in Wandlung begriffen. Gottes Liebe überwältigt mich. Was er für mich getan hat, ist unbeschreiblich. Seinen Hang zu teurer Kleidung, Wein, Zigarren und Parfum muss er vor niemandem mehr rechtfertigen. Im Sommer 1840 quält er sich zum Examen. Nun ist er Kandidat der Theologie. Und er wagt es endlich, sich der bezaubernden Regine Olsen zu nähern, deren heimliche Blicke er schon lange spürt. Er schreibt romantische Liebesbriefe. Jeder beginnt mit der Anrede, meine Regine. Durch ihren höchst vollendeten Stil müssen die Briefe das junge Fräulein verwundert und etwas verwirrt haben. Er beendet sie oft mit dein für ewig. Davon sind 32 erhalten. Ich glaube, es war eine leidenschaftliche Beziehung.
aber auch ein Verhältnis, bei dem sie sich nicht trauten, zu viel zu reden oder preiszugeben. So frisch verliebt. Für Kierkegaard war es eine Leidenschaft, die ihn dazu brachte, Seiten von sich selbst zu entdecken, die er vorher nicht kannte. Wer sich selbst besitzt, hat den größten Reichtum. Und selbst wenn er dann noch dazu die ganze Welt besäße, so wäre er doch nicht so edel wie jene, die sich selbst verschenkt. Sich selbst verschenkt. Liebe kann gefährlich sein. Mozarts Don Giovanni, der größte Verführer aller Zeiten, landet für seine Exzesse in der Hölle. Er verpasst keine Aufführung der Kopenhagener Oper. Für Don Giovanni verlässt er gern seine dunkle Höhle am Schreibtisch. Das ist ungefährlicher, als selber ein Verführer zu sein. Don Giovanni as the, if you will, immediate. Don Giovanni als unmittelbare, erotische, ästhetische Figur. Es ist kein Liebesspiel, kein Geschlechtsverkehr, damit hat es nichts zu tun, sondern es war für Kierkegaard in dieser abstrakten Form eine große, wunderschöne und sinnliche Erfahrung. Er konnte diese Oper nicht oft genug hören. I mean, he couldn't hear that opera often enough. Sie gehen jetzt gemeinsam spazieren. Manchmal auf den Wallanlagen der alten Festung. Es scheint mir, der kleine Wassermann möchte zu einem Verführer werden und mich in seine Meerjungfrau verwandeln. Kierkegaard ist noch nicht so weit für die Liebe. Er begibt sich auf eine Art Pilgerreise nach Jütland, auf den Spuren des Vaters. Er sucht Klarheit. Auch der Mensch hat Flügel. Er hat seine Fantasie. Mit ihrer Hilfe könnte er sich in die Lüfte erheben. Aber stattdessen spielen wir nur mit ihr und bleiben, wo wir sind. Was zählt? Fett und delikat zu werden. Etwas in der Welt zu werden. Viele Kinder zu zeugen. Glück gepachtet zu haben. Das halten wir für einen Beweis der Gnade Gottes. Der Vater stammte aus einer bettelarmen Bauernfamilie, die von der Kirche einen winzigen Hof erhalten hatte. Daher der Familienname Kierkegaard, was Kirchhof bedeutet. Ah, da bist du. Komm mit, es ist nicht weit. Der Vater musste auf der kargen Heide bei Wind und Wetter Schafe hüten. Siebzig Jahre später steht der Sohn auf dem Hügel, auf dem der Vater als Kind voller Verzweiflung die Faust gegen Gott erhoben hat. Sein ganzes Leben lang fürchtete der Vater dafür die Strafe Gottes und erzählt es immer wieder seinem Sohn. Man müsste frei sein wie die Wildgänse. Ja, die können fliegen, wohin sie wollen und wann sie wollen. Sie müssen nicht warten, bis sie geschlachtet werden. Ja, das wird Leben, ne? Du täuschst dich. Wir Menschen wollen es doch nur bequem haben. Hör, wie die hier schnattern. Genauso lästern wir, wenn mal einer wagen sollte, wirklich zu fliegen, wohin er mag. Ja,
Soll er das Leben einer Wildgans wagen oder lieber einer Hausgans bleiben, wie der Vater? Der eines Tages aus der trostlosen Heide in die Stadt kam, bei einem Onkel in die Lehre ging und ein reicher Kaufmann wurde. Wie kann man ein Leben oder ein Ich ausprobieren? Ich könnte mir wünschen, Schauspieler zu werden, damit ich für das Eingehen in die Rolle eines anderen sozusagen einen Ersatz für mein eigenes Leben bekäme. Es ist ganz richtig, was die Philosophie sagt, dass das Leben nach rückwärts verstanden werden muss. Doch es muss vorwärts gelebt werden. Nach seiner Rückkehr aus Jütland treffen sie sich vor ihrer Haustür. Regine sagt, ihre Eltern sind nicht da. Spielst du was für mich? Ja. Ich habe keine Lust mehr auf Musik. Ich will dich. Seit 2 Jahren will ich nur noch dich. Jeg ved ikke, om hun var forføreren, men jeg tror, hun har været forførerne. Ich weiß nicht, ob sie eine Verführerin war. Sie war aber sicher verführerisch. Das ist ja der große Unterschied. Verführer zu sein ist ein bewusster Akt, aber man kann ja auch verführerisch sein, ohne es zu wollen. Und ich glaube, das war sie. Sie war mit all ihrer Natürlichkeit und mit ihrer mädchenhaften Liebenswürdigkeit verführerisch für Kierkegaard. Es hat ihn mitgerissen, viel weiter, als er eigentlich wollte. Også langt længere, end han i virkeligheden var indstillet på. Von Regines Vater bekommt er das Ja. Sie sind jetzt verlobt. Heirate, du wirst es bereuen. Heirate nicht, dann wirst du es auch bereuen. Egal, was du tust, du wirst es bereuen. Also... Doch oft sagt er die Spaziergänge ab, gibt vor, an seiner Magisterarbeit über Sokrates schreiben zu müssen. Und schickt Regine stattdessen Briefe. Der mit dem Fernrohr bin ich. Es ist ein ganz besonderes Gerät. Bei einem gemütlichen Spaziergang mit Blick auf die Schiffe sieht man oder glaubt zu sehen oder hofft zu sehen oder wünscht zu sehen oder verzweifelt, weil man es nicht sieht, was einem der geheimnisvolle Geist des Fernglases zeigen will, bis man versteht, ihm die richtige Richtung zu geben. Das äußere Glas ist nämlich ein Spiegel. Du Herrscherin meines Herzens, überall in den Mädchengesichtern sehe ich Züge deiner Schönheit. Und mir scheint, ich müsste alle Mädchen haben, um an ihrer Schönheit deine besondere herauszufinden. Als müsste ich erst die ganze Welt umsegeln, um das Land zu finden, nach dem ich mich so sehne. Das doch bereits im geheimsten Inneren meines Ichs angelegt ist. Wie soll ich meinen kleinen Wassermann nur aus seinem Meer der Gedanken herauslocken? Hinein zu uns ins Leben.
Kierkegaard ist gerade mit dem Studium fertig. Es wäre natürlich, Pastor auf dem Land zu werden, Regine zu heiraten, viele Kinder zu bekommen und glücklich zu sein bis ans Ende der Tage. Da hat er plötzlich die Idee zu einer anderen Mission. Es geschah das Merkwürdige, dass Regine zwar eine erotische Leidenschaft bei Kierkegaard entfachte, die aber nicht so stark war wie die künstlerische Leidenschaft, die ebenfalls durch sie angefacht wurde. Das ist für uns andere vielleicht schwer zu verstehen, aber ich glaube, es gab eine merkwürdige Verbindung zwischen den erotischen Kräften, die erweckt wurden, und der künstlerischen Energie, die größer war. Kierkegaard sah plötzlich, dass sein Dasein nicht für die Ehe bestimmt war. Er sollte Künstler sein. Ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen. Und ich kenne keinen Gedanken, der so bedrückend wäre, dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen könnte. Was ist dieses mein eigenes Selbst, welches das abstrakteste aller Dinge überhaupt ist und gleichzeitig doch das konkreteste? Es ist Freiheit. Do you have any of this Danish philosopher called Søren Kierkegaard? I think we do. Are you sure? I show you. Statt die komplizierte Liebe zu leben, lieber über das Ideal der Liebe schreiben, wäre dies die Bestimmung für ihn? Der berühmte Philosoph Søren Kierkegaard? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Kierkegaard einen ungeheuren Glauben hatte. Nicht nur an Gott, sondern auch an sich selbst. Ständig bezeichnete er sich selbst als Genie und er war wirklich ein Genie, glaube ich. Aber nicht jedes Genie bezeichnet sich selbst als Genie. Kierkegaard wollte immer nur Kierkegaard sein. Er dachte, dass er das Geheimnis aufdecken müsse, wenn er Regine heiratet. Es ist schrecklich. Immer wieder muss ich an dieses dunkle Geheimnis meines Lebens denken. Die Angst, mit der mein Vater meine Seele füllte. Nach der Prophezeiung des Vaters hätte der 28-Jährige nur noch wenige Jahre zu leben. Gott würde ihn nicht allein für den Fluch des Hirtenjungen bestrafen, sondern vielleicht auch für eine viel größere Sünde. Der Vater hatte seine Dienstmagd geschwängert, bevor das Trauerjahr für die verstorbene erste Frau verstrichen war. Kierkegaard hatte ihm schwören müssen, es niemals weiterzuerzählen. War seine Mutter eine Hure? Ob die Mutter den Vater verführt hat, oder ob er sie vergewaltigt hat, oder ob es nur ein normales sexuelles Verhältnis war, das wissen wir nicht. Aber es war etwas, das dramatisch und riesengroß in Kierkegaards Bewusstsein wuchs. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass er niemals seine Mutter erwähnt hat. In seinen Tagebüchern schreibt er Seite über Seite immer wieder über den Vater. Von der Mutter wissen wir nichts. Kein einziges Wort. Alles nur über den Vater. Darf man heiraten, wenn man seine Liebste nicht in das Entsetzlichste einweihen kann? Vergiss vor allem den, der dies schreibt. Vergib einem Menschen, der, wenn er auch etwas vermochte, so doch nicht ein Mädchen glücklich zu machen. Eine Seidenschnur zu schicken, bedeutet im Osten die Todesstrafe für den Empfänger. Einen Ring zu schicken, bedeutet die Todesstrafe für den Absender. Im August 1841 bricht er die Verlobung mit Regine. Mit einem poetisch vollendeten Brief.
Jeg tror gerne, han har ville undskylde sig. Jeg tror gerne, han har ville tale ud. Er wollte sich entschuldigen. Ich glaube, er wollte sich aussprechen, damit Regine besser verstehen könnte, warum diese Beziehung für ihn so belastend war, warum sie unmöglich war. Aber er bekam nach dem Bruch nie die Möglichkeit, mit ihr darüber zu sprechen und ihr alles zu erklären. Sören! Sören! Sören, vergib mir! Regine beschwört ihn beim Tode seines Vaters und bei Jesus Christus und droht sogar mit ihrem eigenen Tod. Kierkegaard lässt sich umstimmen. Doch 2 Monate später ist endgültig Schluss. Willst du denn nie heiraten? Doch. In 10 Jahren. Dann habe ich alles erlebt. Dann nehme ich mir ein blutjunges Fräulein, um mich zu verjüngen. Versprich, dass du immer an mich denkst. Ja. Küss mich. Ich musste das Äußerste wagen. Musste alles tun, um sie von mir abzustoßen und dadurch ihren Stolz wieder neu zu erwecken. Nur 2 Wochen später ist er in Berlin, geflohen vor dem Tratsch über seine Untat in Kopenhagen. Er hört Vorlesungen beim Philosophen Schelling, die ihn langweilen. Und er beginnt sein erstes großes Buch, das die Geschichte eines jungen Mannes beinhaltet, der ein Mädchen verführt und es dann verlässt. Verliebt war er, schwärmerisch verliebt in den Gedanken. Oder richtiger, in das Denken. Es war seine Lust, mit einem einzelnen Gedanken zu beginnen, von ihm aus auf dem Weg der Gedankenfolge Stufe um Stufe zu steigen, zu einem Höheren. Entweder oder soll das Werk heißen. Im Tagebuch des Verführers, im ersten Teil, wird erzählt, wie ein gewisser Johannes mit Hilfe psychologischer Tricks die Liebe der blutjungen Cordelia zu sich entfacht und sie fallen lässt, als sein Ziel erreicht ist. Kierkegaard drängt es offenbar, seine und Regines Geschichte als philosophisches Experiment neu zu erdichten und für sich die Rolle des Schurken zu wählen. Ich fand es immer pervers. Er erklärt ihr seine Liebe, schreibt dann das Tagebuch des Verführers und sagt, er schreibe es, um sie zu verschonen. Und damit sie sich vorstellen könne, er sei Johannes. Aber so etwas kann Regine sich natürlich niemals vorstellen. Now, it's clear that Regine could never think such a thing. Es ist eine Kunst, sich in ein Mädchen hineinzudichten. Ein Meisterstück hingegen, wenn es gelingt, sich wieder herauszudichten. Kurz vor seinem 30. Geburtstag erscheint das philosophische Lebensbuch Entweder oder. Dem Verführer Johannes hat er im 2. Teil den Ethiker Wilhelm gegenübergestellt. Diesen lässt er in Briefen von der Hingabe zu seiner Ehefrau schwärmen. Die Liebe der Ehe sei viel größer als der kurze Rausch der Verliebtheit. Was Kierkegaard mit seinem Meisterwerk aufsagen will, die Persönlichkeit eines Menschen ist nur im Gleichgewicht, wenn sie beides in sich trägt, sowohl das Ästhetische als auch das Ethische. Er ist von einer weiteren Berlin-Reise zurück. Sie begegnen sich fast täglich an den Orten ihrer früheren Spaziergänge, als hätten sie ihre Uhren danach gestellt.
Sie sprechen nie ein Wort miteinander. Wie von einer Sucht getrieben, veröffentlicht Kierkegaard in nur wenigen Jahren sein philosophisches Hauptwerk. Tausende Seiten in Isolation geschrieben, über Angst und Furcht, über Liebe, Verzweiflung und Opferbereitschaft. Kierkegaards Betrachtung der menschlichen Existenz ist bereits psychoanalytisch geprägt. Was er aber vor allem will, die Leser verführen zum wahren Dasein als Christ. Getarnt unter Pseudonymen wie Konstantin Constantius oder Johannes de Silencio. For Kierkegaard, the pseudonymous writing, it is a way to inhabit. Kierkegaard konnte durch die Pseudonymwerke auf eine Art gewisse Standpunkte vertreten und ausleben, die er nicht unbedingt offiziell vertrat. Also stellt es für ihn eine Möglichkeit dar, die ästhetische Lebensanschauung durch einen anderen oder mehrere andere Schriftsteller zu repräsentieren. Dem lag ein moralisches und philosophisches Anliegen zugrunde. Menschen, die mittels Internet lediglich ihre Grausamkeit verstecken, Menschen, die anonym schlimme, unschöne Wörter schreiben, durch die andere Menschen verletzt werden können. Ich glaube, das entspricht Kierkegaard in keinster Weise. Zur Persönlichkeit müssen wir. Es ist mein Verdienst, dass ich mit erdichteten Persönlichkeiten den Menschen heute die Möglichkeit gebe, wieder ein Ich sprechen zu hören. Gerade weil die Welt die Persönlichkeit nicht mehr anerkennen mag, muss es dichterisch geschehen. Doch ich bin sicher, es kommt die Zeit, da wird ein Ich in der Welt auferstehen, das von sich selber spricht. Er hatte erfahren, dass Regine wieder verlobt ist. Oh Gott, sie ist mir untreu geworden. Nur wenige in Kopenhagen lesen oder verstehen die Bücher mit den merkwürdigen Titeln wie Entweder-Oder, Furcht und Zittern oder der Begriff Angst. Umso größer ist der Spott über ihren Verfasser, der sich hinter genauso merkwürdigen Namen versteckt. Ein Champagner für den Herrn dort, bitte. Bald weiß jeder in der Stadt, dass sie von dem selbsternannten Genie stammen, der für seine abartigen Gedanken ein junges Mädchen verletzt hat. Etwas Prickelndes für den Herrn. Skål, Herr Silencio. Oder soll ich lieber sagen, Constantius? Oh, fürchterlich, in einem lächerlich kleinen Land zu leben, dessen einziger Charakter Charakterlosigkeit ist. Man hat mir die Atemluft verseucht. Im republikanischen Satiremagazin Der Corsar wird Kierkegaard zur regelmäßigen Lachnummer. Karikaturen nehmen seine spindeldürren Beine und seine geckenhafte Kleidung aufs Korn. Ein besonders böser Cartoon bezieht sich auf die so schändlich aufgelöste Verlobung mit Regine. Er sei ein größenwahnsinniger Menschenexperimentator, für den ganz Kopenhagen Himmel, Sonne, Erde und Planeten nur um ihn selbst kreisen.
Kierkegaard mener faktisk, at han er et offer for massekulturen. Kierkegaard sieht sich als Opfer der Massenkultur. Der Blick der anderen lastet nun unbarmherzig auf ihm. Er wird zu jemandem gemacht, der er nicht sein will. Kierkegaard mister kontakt til Kierkegaard verliert nicht nur den Kontakt zur Kopenhagener Bevölkerung, sondern auch die vernünftigen Proportionen zu seinem Dasein. Er wird zu einem anderen Kierkegaard, der nicht mehr so raffiniert, so dialektisch oder humoristisch ist wie der frühere Kierkegaard. Er verliert auch den letzten Rest an Selbstironie. Mister den sidste rest af selvironie. Altså Kierkegaards grundtanke er jo, at alle skal blive... Kierkegaards grundidé er, ja, at alle zu ihrem selbst werden. Und plötzlich zeigt sich eine Massenkultur, die dem Einzelnen die Verantwortung fortnimmt und sagt, es sei die Schuld der anderen. In diesem Sinne warnt er bereits vor dem, was in unserer Welt heute passiert. Mit Facebook und solchen Dingen, wo das Öffentliche das Private übernimmt, wo das Privatleben des Einzelnen für alle öffentlich zugänglich wird. Der durch den Korsar angefachte Shitstorm zerstört die Hoffnung, irgendwann doch noch Pastor zu werden und sich mit Regine zu versöhnen. Wenn in diesen Zeitungen über mich steht, dass ich das Soziale verweigere, mag dies zum Teil wahr sein. Aber es muss anders verstanden werden. Denn es gibt keine sozialere Natur als mich. Ach, all diese Qualen meiner frühesten Jahre. Sie haben dazu geführt, dass ich zu ihrer Linderung alles von mir ferngehalten habe, um meinen Schmerz zu verbergen. In diesem Sinne bin ich wohl ein unsoziales Wesen. Kierkegaard will ein neues Buch herausbringen, diesmal unter seinem eigenen Namen. Die Taten der Liebe. Es ist eine Huldigung der Nächstenliebe, als Hauptbotschaft der Christenheit. Der einzelne Mensch kann nur Gutes tun, wenn er Jesus folgt. Das heißt, wenn auch er bereit ist, wie dieser zu leiden. Der Korsar wird das Buch nach Erscheinen als kaltes Pamphlet verreißen, weil es angeblich die soziale Ungleichheit verteidigt. Unsoziales Wesen. Für seine Gegner ist klar, der reiche Dandy Kierkegaard interessiert sich keinen Deut für das reale Glück der Menschen. Ihn berührt nur sein eigenes Seelenheil. Sie will nicht begreifen, dass ich sowohl verlobt sein und mich trennen will. Dass ich mich trennen will und verlobt sein will. Sie begreift einfach nicht, dass meine Verlobung dialektisch ist. Dass sie nämlich sowohl Liebe als auch der Mangel an Liebe ist. Sie will nicht begreifen, dass ich sowohl verlobt sein und mich trennen will. Dass ich mich trennen und verlobt sein will. Sie begreift nicht, dass meine Verlobung dialektisch ist. Dass sie nämlich sowohl Liebe als Herr auch Silencio. Der Mangel an Liebe ist. Los, Herr Silencio, springen Sie doch endlich. Springen Sie, Herr Silencio, springen Sie doch. Es ist genau auf den Tag 12 Jahre her, dass sie sich verlobten. Heute schaute sie mich an. Aber sie grüßte nicht und sprach auch nicht zu mir. Ach, vielleicht hat sie darauf gewartet, dass ich es tue. Aber ich traue mich nicht. Sie muss es von sich aus verlangen. Ich hätte es mir so gewünscht. Es ist schon peinlich, diese Sache Jahr für Jahr so hochzuhalten. Musik.
1853 bricht im stinkenden, verseuchten Kopenhagen eine Choleraepidemie aus. Fast 5000 Menschen sterben. Kierkegaard ist trotz der Prophezeiung des Vaters inzwischen 40 Jahre alt geworden. Er leidet an Verstopfungen, Kopfschmerz, Problemen beim Wasserlassen, Schlaflosigkeit und Sehstörungen, so steht es in den Tagebüchern. Der Körper wird den riesigen Geist nicht mehr lange tragen können. Käme Christus heute zur Welt, so würde er vielleicht nicht getötet werden, sondern ausgelacht. Das ist das Martyrium in der Zeit des Verstandes. Man wird nicht getötet, man wird ausgelacht. Ich erleide das Martyrium des Gelächters. Er setzt seine eigenen Erfahrungen mit dem Korsar jetzt in eine Beziehung zu seinem Verständnis, Christ zu sein. Und spricht daher von Leid und von Verfolgung. Spricht davon, für seinen Glauben leiden zu wollen, mehr als zuvor. Der selbsternannte Straßenkommissar braucht jetzt ein möglichst scharfes Bild. Er will endlich das Verbrechen aufklären, das die verkrustete Staatskirche gegen die Christenheit begangen hat. Der neue Kopenhagener Bischof hat seinen vergnügungssüchtigen und machthungrigen Vorgänger in die Nähe der Märtyrer gerückt. Kierkegaard startet eine Einmannrevolution gegen die dänische Kirche. Die Schuld des Christentums ist tatsächlich, aus Gott einen Narren zu machen. Ihn als Narren anzusehen, ihn im Himmel sitzen und warten zu lassen und so mit der Christenheit auf dem Dorfplatz zu spielen. Oder in Theatern, die zu diesem Zweck errichtet worden sind und Gotteshäuser genannt werden. Er sieht in deutlichster Klarheit, die Kirche hat durch ihre Selbstgefälligkeit das spirituelle Leben der Menschen erstickt und den Glauben zu einer Banalität gemacht. Kierkegaard sammelt seine letzten Kräfte. Er will eine neue Zeitschrift herausgeben, Der Augenblick. Ein wütendes Pamphlet, für das er alle Artikel selber schreibt und für deren Druck er sein letztes Geld ausgibt. Die größte Gefahr für das Christentum besteht nicht in Ketzerei, Irrlehre, nicht in Freidenkertum oder profaner Wirklichkeit und so weiter. Nein, es ist die Art von Orthodoxie, die ordentliches Geschwätz mit sich bringt. Mittelmäßigkeit mit einer Prise Zucker. Auf jegliche Art ist es dazu geworden, dass das, was man heute Christentum nennt, genau das ist, was Christus abschaffen wollte. Er bemühte sich darum, dass das Christentum zur Radikalität zurückkehrte. Das war bewundernswert und zugleich sehr schwierig und beinahe unmöglich. Er lehnte Sentimentalität und Schwäche ab und wollte, dass die Menschen verstehen, wie verdammt schwierig Glauben ist. Jede Reformation, die sich nicht der Tatsache bewusst ist, dass grundsätzlich jedes einzelne Individuum reformiert werden muss, ist eine Illusion. Das Individuum steht allein. Die ethische Realität des Individuums ist die einzige Realität. Es ist nicht Doktrin, was revidiert werden muss. Es ist nicht die Kirche, die reformiert werden muss und so weiter. Nein, es sind Existenzen, die geändert werden müssen. Unsere gesamte Lebensart ist Krempel und Unsinn. Dass ich recht habe, wissen im Grunde alle.
Dass ich nicht recht bekomme, wissen alle. Ich auch. Kannst du mir verzeihen? Gott segne dich. Nach 14 Jahren Schweigen sind dies die ersten und letzten Worte, die sie miteinander wechseln. Im März 1855 verlässt Regine Kopenhagen in Richtung Karibik, zu den dänischen Kolonien, wo ihr Mann Gouverneur geworden ist. Das Ringen um individuelles Leben und seine Freiheit bedeutete ihm alles. Jetzt hat er nur noch sich selbst. Das Leben wird nach rückwärts verstanden und nach vorne gelebt. Welches Ende aber wünscht sich ein Philosoph? Wollte er sich zu Tode schreiben? I think Kierkegaard wrote to live. Ich glaube, Kierkegaard schrieb, um zu leben. Wissen Sie, er lebte nicht, um zu schreiben. Er schrieb, um zu leben. Das ist ein Unterschied. Mit anderen Worten, seine Existenz hing vom Schreiben ab. His existence was about writing. Im Oktober 1855 bricht Søren Kierkegaard völlig entkräftet auf der Straße zusammen und liegt danach in geistiger Umnachtung im Krankenhaus. Er weigert sich, die Sakramente zu empfangen. Am 11. November stirbt er mit 42 Jahren. Die Kopenhagener Frauenkirche ist bei der Trauerfeier zum Bersten voll. Selbst die einfachen Menschen, denen er auf seinen Spaziergängen durch die Stadt begegnet war, sind gekommen. In einem langen Trauerzug begleiten sie den zierlichen Sarg zum Familiengrab. Einige Jahre zuvor hatte Kierkegaard in einem Brief an den Bruder sein Testament formuliert. Einzige Erbin soll seine ehemalige Verlobte Regine sein. Auch wenn es eine unglückliche Liebe war, für ihn blieb sie immer seine Frau. Was ich hiermit ausdrücken möchte: Die Verlobung war für mich immer genauso verpflichtend wie die Ehe. Deshalb soll mein gesamter Nachlass ihr zufallen, als wäre ich mit ihr verheiratet gewesen. Regine will nur ihre eigenen Liebesbriefe zurückhaben. Und den Verlobungsring. Die Briefe verbrennt sie später. Der Zustand der Welt ist krank. Wenn ich Arzt wäre und man mich fragte, was rätst du? Ich würde antworten: Schaffe Schweigen.